Howdy Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem XXXL Karnevals-Videolog. Ja, er ist verdammt lange geworden, das siehst du bestimmt auch schon unten an der Zeit. Ich war mehrere Tage im Karneval unterwegs und an drei Partys davon habe ich die Kamera mitlaufen lassen. Unter anderem zur Weiberfastnacht in Grävenhausen, zur After-Umzugsparty in Karlstadt und zur Rosenmontagsparty in Erzhausen. Schau dir diesen Videolog an und dann erfährst du natürlich, was es auf sich hat mit verlorenen Parktickets, mit ganz schrägen Musikwünschen und mit Techno-Eskalationspartys von DJ-Kollegen. Und wenn du bis zum Ende durchhältst, habe ich sogar noch ein kleines Geschenk für dich. Also bleib dran, aber nun geht's los. Wir fangen an mit Tag Nummer 1 und der Weiberfastnacht in Grävenhausen. Viel Spaß! Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen im schönen Grävenhausen zur Altweiberfastnachtsparty. Ich bin heute an Altweiberfastnacht wieder hier im schönen Grävenhausen in der schönen großen Halle, baue mich gerade auf und lasse euch heute mal ein paar Einblicke da zur Party. Viel Spaß! Ja Freunde, ich bin schon weit vor den ganzen Mitarbeitern da und kann meine Technik schon aufbauen. Ich baue mich direkt hier vorne auf, habe mir jetzt gerade noch einen Tisch geschnappt, stehe hier unten auf so ein paar Bühnenteilen mit drauf. Hier hinter mir ist übrigens die ganz große Bühne. Ich weiß auch noch gar nicht, wie dieses Bühnenbild dieses Jahr aussah. Das habe ich mir noch gar nicht gesehen. Dieses Jahr habe ich mich für den Cowboy entschieden und das mache ich nicht mehr, weil dem Cowboy, dem rutscht die Hose. Das ist gar nicht cool, ey. Besonders wenn die Hose rutscht, wenn ich später auf der Bühne ein bisschen rumhüpfen will oder besser auf meinen Bühnenpodesten hier hinten, dann ist das gar nicht cool, wenn die Cowboy-Hose rutscht. Das macht aber gar nichts. Ich freue mich, bin auch froh, dass ich hier vorne schon einen Subwoofer stehen sehe, weil ich habe die Kampagnenöffnung gemacht und da haben die Jungs vergessen, Subwoofer dazu zu buchen. Und dann hängen hier oben, ich weiß gar nicht, ob man es genau sieht, hängen hier nur so 12 Zoll Top-Teile mit dabei, hier hinter mir auch nochmal, ne, die Seite ist es genau. Und die ganze Halle hier, die ist ja nicht gerade klein, nur mit so zwei 12 Zoll Top-Teilen beschallen. Da fehlt alles, also da fehlen die Mitten, da fehlt der Bass, da ging gar nichts. Das war sehr, sehr freaky, die Jungs haben es aber gleich gemerkt und haben jetzt endlich wieder einen Subwoofer dazu gebucht. Ich glaube, hinter der Bühne stehen auch noch zwei oder die sind sogar hier unten mit reingebaut. Das kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht so genau sagen, aber trotzdem ist es hier wieder schön und Grävenhausen ist dafür bekannt, dass Altweiberfastnacht die Hütte hier rappelvoll wird. Irgendwann ist, glaube ich, Einlassstopp, weil es immer so schnell voll ist, aber die Mädels freuen sich auch immer, weil hier ist an alles gedacht. Hier gibt es eine Sektbar, hier gibt es für die Männer die normale Bierbar, hinten gibt es sogar noch was zu essen, Brötchen und so weiter. Und wenn ich hier auf die Tische drauf gucke, was haben wir denn da draufstehen? Da steht Pina Colada, Sex on the Beach und noch so ein paar andere schöne Sachen. Caipirinha, oh, war ja genau die. Oh, ein Virgin Caipi, alkoholfrei. Ich glaube, den gönne ich mir heute Abend mal. Eigentlich nennt der sich ja Ipanema, aber ich will jetzt nicht in den Klugscheißer-Modus verfallen. Das wäre jetzt gar nicht cool. Ja, und ansonsten haben die Jungs hier in Grävenhausen auch ganz schön aufgerüstet. Also endlich stehen ein paar Moving Heads sind hier mit dabei. Hier stehen oben sind noch ein paar Scanner mit dabei, sodass die Halle hier später cool beleuchtet ist. Und ich drehe mich mal ganz hinten. Man sieht es jetzt gar nicht so genau. Warte, ich gehe mal hin. Hier oben stehen auch so ein paar LED-Bars. Die beleuchten hier den Raum später so ein bisschen passiv. Das ist ganz, ganz cool gemacht. In der Mitte hängt noch eine ganz, ganz große Spiegelkugel. Ja, und dann kann die Party heute Abend steigen. Um 19 Uhr ist Saaleröffnung. 20 Uhr lege ich dann endlich los. Vorher lasse ich noch ein bisschen Mix laufen. Und wir haben heute Abend auch noch zwei Tanzbands wollte ich jetzt sagen, genau. Showbands, nee, Showbands sind es auch nicht. Tanzgruppen sind es ganz genau. Gardegruppen. Gardetänzer da aus Wixhausen. Das Dorf heißt wirklich so, also für die, die ihr seht, das ist das Nachbardorf und das heißt wirklich Wixhausen. Und ich glaube aus Erzhausen oder Schneppenhausen ist noch eine Tanzgruppe da. Und wenn ich später mal die Chance habe, lasse ich mal kurz die Kamera mitlaufen, um euch einfach mal ein paar Eindrücke darüber zu geben. So, aber jetzt gehe ich los, baue mich fertig auf und dann gucken wir mal, dass hier bald Saalöffnung ist. Peinlich, 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 Freunde. Im Januar habe ich noch einen Gig gespielt in der Zentralstation in Darmstadt. Und als ich nachts mit dem Auto aus meinem Parkhaus fahren wollte, habe ich meine Parkkarte verloren gehabt. Und ich habe doch gedacht, ich verliere doch nie Parkkarten. Ich stecke die doch immer dahin, wo ich sie normalerweise immer hin tue. Wie kann das denn sein? Habe über eine halbe Stunde den Saal abgesucht, mein Geldbeutel durchsucht, mein Handy durchsucht. Bin sogar ins Auto, habe gedacht, die ist da rausgefallen und so weiter. Und habe sie nicht wiedergefunden und musste dann eine Ersatzkarte ziehen lassen von dem Service, von dem Parkhaus-Service und habe dann den kompletten Nachttarif bezahlt. Habe ich mich natürlich richtig drüber geärgert und alles drum und dran. Und habe mir immer gedacht,
Ich verliere doch solche Karten nicht. Und jetzt stehe ich am Weiberfastnacht hier, mach mein Case auf. Und was liegt hier? Diese Parkkarte. Ja, leck mich doch am Ärmel, ey. Das kann aber auch wirklich nur mir passieren. Ich habe die in mein Case gelegt und sie ist da, habe das Case zugemacht und habe ganz vergessen oder nicht dran gedacht, dass da meine Parkkarte drin liegt. Also vielen Dank an das Parkhaus in Darmstadt. Falls ihr sie noch braucht, ich habe sie jetzt wiedergefunden. Mike, denkt bitte das nächste Mal nach. Parkkarten können auch im DJ-Case liegen. Sakralott! Weißt du, was ich in Grävenhausen so richtig toll finde, was ich bei vielen anderen Vereinen und Festen zum Beispiel nie so gesehen habe, ist, dass die hier überall dermaßen viele Stehtische stehen haben am Anfang. Was wirklich fördernd ist, dass Gäste auch hier weiter nach vorne kommen. Ich meine, hier vorne ist jetzt noch so ein aktiver Dancefloor. Da stehen solche Stehtische nicht. Aber es gibt auch Vereine, die stellen zum Beispiel nur 2 oder 3 Stehtische in den Raum rein. Ja, da kommen direkt die ersten Gäste rein, stellen sich an den Stehtisch und die Gäste, die später reinkommen, wo sollen die hin? Die stellen sich dann vielleicht an die Bar oder so. Die Bar ist dann meistens auch nur da hinten. Und das heißt, die Gäste haben ganz Probleme, vorne Richtung Tanzfläche zu kommen. Und das ist sehr, sehr problematisch. Und hier gibt es dermaßen viel Stehtische, dass man immer weiß, hey, wir haben einen Tisch, man kann sich da zurückziehen, da stehen auch unsere Getränke. Trotzdem ist man nicht weit von der Tanzfläche entfernt, kann gerne auch mal nach vorne gehen und kann auch direkt gleich abrocken. Und das sind, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Stehtischen. Ist der Raum aufgefüllt, sodass auch, wie gesagt, mehrere Gruppen, gerade die ganzen Mädelsgruppen, auch sozusagen einen Rückzugsort haben oder einen Posten, wo sie sich mit ihrer Crew oder Hood oder Gang treffen möchten, wo auch immer die Getränke stehen, wo sie sich zurückziehen können, aber trotzdem können sie feiern. Zudem ist auch genug Platz, dass hier auch mal eine Polonaise durchgehen kann. Also sehr, sehr geil, gerade mit diesen ganzen Stehtischen. Das heißt deswegen mein Tipp für dich, wenn du irgendwo auflegst und auch in einem Verein bist, und du kannst da Einfluss drauf gehen, hau einfach mal einen Tipp raus, hey, stellt ein paar Stehtische auf, das ist sehr, sehr förderlich, besonders, wie gesagt, bei so Partys, wo keiner den ersten Schritt machen möchte und wie gesagt, du siehst hier, wie viele Stehtische hier stehen, das ist sehr, sehr geil. Also, vielen Dank, Grävenhausen, und jetzt geht's langsam los. So, Freunde, die Halle ist eingeleuchtet und die Türen sind offen, die Gäste können kommen. Ich will euch aber vorher nochmal dieses Bühnenbild zeigen, weil das ist mega geil. Aber auch hier hinten im Saal steht schon alles. Wir haben die Stehtische noch mal ein bisschen hingerückt, so dass sie auch ein bisschen verteilter noch sind. Aber ich muss euch unbedingt mal dieses Bühnenbild zeigen. Ich drehe mal die Kamera dafür. Ja, hier steht alles unter dem Motto Ahoi Air. Der Konfetti-Bomber, der Flieger, steht sogar direkt dran. Das sieht man auch schon hier in der Deko. Die ganzen Heißluftballons hängen schon alle unter der Decke. Und wir erwarten gleich die ersten Gäste. Also heute alles unter dem Motto Ab in die Air, Ahoi in die Air. Konfetti-Bomber ist bereit. Und unser Hauptsprecher für heute Abend auch. Das heißt, du machst heute Abend wieder die Hauptansage wahrscheinlich. Es sind hier nur 2-3 Ansagen zu machen. Es sind nur 2-3 Ansagen. Das heißt, eigentlich bin ich der Sitzungspräsident. Ganz genau. Du darfst gerne deinen Namen sagen, dann wissen auch alle, wer du bist. Ach, ist egal. Macht nichts, also ist der Sitzungspräsident, aber nicht verraten. Genau. Ihr dürft mal vorbeikommen in Grävenhausen, dann dürft ihr so eine Party auch miterleben. Und wir haben heute Abend wieder 2 Tanzanlagen mit dabei. Richtig, genau. Die Blindschleichen sind mit dabei. Und die Funkenspritzer. Genau, das ist einmal Wixhausen und Schnepperhausen, oder? Und Weiterstadt. Und Weiterstadt, okay. Da habe ich mich vorhin doch Blindschleiche und Wixhausen. Sehr geil. Also die Wixhäuser sind heute doch mit am Start. Bin ich ja froh, mal nicht so alleine zu sein. Super, ich schicke euch später noch ein paar Eindrücke zur Party. Yeah.
Yeah.
Sonntags, liebe Freunde, und es ist schweinekalt. Es ist barbarisch kalt, es hat heute Morgen sogar noch geschneit. Gott sei Dank hat das wieder aufgehört und der Schnee ist schon wieder getaut. Und für mich geht's jetzt los nach Karlstadt, nach Bayern. Das ist knapp 1,5 Stunden von mir entfernt. Und da bespiele ich eine After-Umzugsparty in einem Zelt. Outdoor, während in der großen Location drin mein DJ-Kollege Gary steht und später die Abendparty macht, gucke ich, dass ich die Gäste während und nach dem Umzug ein bisschen abhole, dass die ins Zelt reinkommen und da Party machen. Und wahrscheinlich wird es ziemlich kalt werden. Das Zelt soll aber beheizt sein, aber ich weiß nicht, wie gut die Heizung ist. Deswegen trägt der Maiko heute doppelte und lange Unterhosen. Boah, als Mann ist das echt sau widerlich, wenn man sowas anziehen muss. Ich habe mir noch Schal, Mütze, dicke Jacke mitgenommen und mein Karnevalskostüm liegt auch noch im Auto. Und wir fahren jetzt los und das ist der Giglog von der After-Umzugsparty in Karlstadt. Viel Spaß! Ich habe Karlstadt gefunden, aber die ganze Innenstadt ist gesperrt und ich muss jetzt knapp 2 Kilometer laufen. Gott sei Dank habe ich nur wenig Gepäck, so 2-3 Taschen dabei, aber ich muss einmal komplett durch den Karnevalsumzug durch und das ist immer eine Viertelstunde, 20 Minuten laufen. Die geben mir mächtig Gas. Vorne war schon Wagen, habe ich schon Journeys und Don't Stop Believing gehört. Sehr, sehr geil. Aber hier hinten geht es jetzt weiter. Ich habe gerade mal eine Stelle gefunden, da ist ein bisschen ruhiger und wir gehen jetzt mal weiter und ich gucke mal, ob ich den Marktplatz finde. Woohoo! So Freunde, Umzug überlebt. Hier ist das Ende. Jetzt heißt es nur noch 1 Kilometer laufen bis zum Marktplatz. Aber zumindest stehen hier keine Leute mehr und ich habe endlich Platz, um durchzugehen. Das ist übrigens das ganz, ganz Coole. Mein Kollege, der heute in der Haupthalle spielt, der hat schon früher aufgebaut, weil er wusste, dass man mit dem Auto nicht durchkommt. Und er kam bei mir vorbei und hat schon mein DJ-Case abgeholt, mein DJ-Deck. Eine Kabelkiste, die hat er schon mitgenommen. Die wird einfach hinter der Bühne positioniert. Und ich muss jetzt nur hin. Laptop dabei, Festplatte dabei und baue mich dann einfach nur dort auf und dann gucken wir mal, wenn der Umzug hier vorbei ist, was dort überhaupt los sein wird. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ein Zelt ist mit 100 Leuten, mit 400 Leuten oder mit 1000 Leuten. Ich habe keine Ahnung und für mich total komisch, so unvorbereitet auf so einen Gig zu gehen. Na, wir lassen uns mal überraschen. So Freunde, Zelt gefunden, auch noch mitten auf dem Marktplatz, wo der Hauptumzug vorbeigeht. Ich bin aufgebaut, stehe hier so ein bisschen erhöht auf der Bühne drauf und wir warten, bis der Umzug vorbei ist. Und dann denke ich mal, werden hier Stück für Stück die Gäste reinkommen, dann können wir ja langsam Vollgas geben. Ist für mich ja total ungewohnt, mitten in der Stadtmitte auf dem Marktplatz zu stehen. Und mal gucken, was hier los sein wird. Security ist da, alles drum und dran. Mir wurden schon die Fluchtwege gezeigt, wo ich zur Not flüchten kann. Oha, oha, und der erste böse Onkelswagen, Kirmeswagen ist auch schon durchgerollt. Ich bin mal gespannt, was das heute wird, ob wir überhaupt wieder so viel Fasching und so weiter hinkriegen. Oder ob es eher, naja, rockig wird es wahrscheinlich weniger. Wir gucken einfach mal, ich lasse uns überraschen. Zumindest ein paar Lichter und so weiter sind ja auch aufgebaut. Und dann gucken wir einfach mal hin, was das heute Abend geben wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, vielleicht kriegen wir das ein oder andere sogar nochmal mitgefilmt. Viel Spaß!
Nächster Tag, liebe Freunde. Es ist Zeit für Rosenmontag. Ich bin in Erzhausen. Die Technik wird hinten gerade gecheckt. Gleich ist Saalöffnung und da geht es wieder los. Und ich stehe heute hier auf so einer kleinen Bühne. Finde ich übrigens mal mega geil und nicht so hoch erhöht und nicht so direkt angeleuchtet zu werden. Finde ich super cool. Was ich in Erzhausen noch immer liebe, hinter mir ist zum Beispiel noch eine Bühne, wo eine Sektbar oben drauf ist. Und da ist so eher so die ruhigere Bereich, bevor es bei mir auf der Tanzfläche hier vorne wieder abgeht. Genau, das ist das super angenehme. Wir machen jetzt noch ein bisschen Background-Music und dann geht der Saal auf, die Gäste kommen rein und dann gucken wir mal, was wir heute für eine Party feiern.
Sachsen. Den muss man einfach proppen. Nicht nur kommentieren, auch die Eier haben das zu spielen. Auf geht's! Wuhu! Waren sie 3 Tage lang Party pur im Karneval. Ich war ja noch ein paar Tage länger unterwegs, unter anderem habe ich zum Beispiel noch einen 30. Geburtstag gespielt, aber die Kamera hatte ich nur an diesen 3 Tagen mit dabei und ich hoffe, dir hat dieser Videolog gefallen, dieser schöne Einblick in meine Karnevalspartys. Wenn du das vielleicht sogar öfter sehen willst, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben, dann kann ich mir das merken und lass öfter mal einen Videolog für dich da. Und wie ich es dir versprochen habe, kriegst du natürlich, weil du so lange durchgehalten hast, noch ein gratis Geschenk von mir. Wenn du selber als DJ unterwegs bist, unter anderem zum Beispiel auch im Karneval, dann biete ich dir an, lade dir meine komplette Playlist vom allerersten Tag von der Weiberfastnachtsparty einmal gratis bei mir runter. Den Link dazu habe ich dir direkt hier unten in die Videobeschreibung mit reingepackt. Das ist mein kleiner Dank dafür, dass du wirklich diese, ich glaube 40 Minuten sind es mittlerweile, Videolog einmal komplett durchgehalten hast. Vielen Dank, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr von mir und meinen Videologs und vielleicht sogar meinem Einblick in mein DJ-Dasein sehen willst und natürlich auch noch ein bisschen was von DJ-Tipps und ein paar Technik-Tipps sehen willst, dann abonniere doch ganz einfach meinen YouTube-Kanal direkt hier oben links. Dann sehen wir uns in zukünftigen Videos wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, mach's gut, bis zum nächsten Mal und jetzt ist erstmal faschingsfreie Zone. Mach's gut, howdy!